Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Replay von World of Tanks. Heute wieder unterwegs mit Delta und er hat heute mal seinen Emil 1 ausgepackt. Aha, Emil 1, Schwede, Stufe 8, Heavy Tank und Magazin dabei. Wie viel hat er drin? 3, ne? Ja, 3, da sieht man das so ganz dunkel, ja, gegen Himmel sieht man das gut da. Drei Granaten im Magazin, so rum. Und was kann man noch sagen? Wir gucken mal eben auf das übliche Siegfried-Linie, Standardgefecht. Eine Arti pro Team. Und ja, Delta begibt sich hier in die Stadt, so wie es aussieht. So ein gern gesehener Punkt ist ja hier vorne da, mit dem kleinen Schutthaufen davor bei ist das F6? F7 ist das, ja, genau. Also quasi da vorne rein und dann ein bisschen gucken. Allerdings muss man da auch immer zu sagen, da schießt auch gerne die Arti mal rein. Also ich mache das zum Beispiel auch ganz gerne mal, wenn ich dann mal Arti spiele. Mittlerweile ist es echt selten geworden. Aber um die Heavys einfach zu ärgern, weil die sich da immer so schön einigeln, dann denken die, haha, ich zeige nur meinen Turm und bin ansonsten hier eigentlich unkaputtbar. Ja, wenn man dann hier mit der Arti steht, ja, irgendwie so, dass man da rankommt, dann ärgert die das aber ganz schön meistens. So, guck mal hier, Delta kann 2 von 3 versenken, immerhin, das war schon mal ein guter Start. 749 insgesamt auf den IS da draufgefeuert und steht eigentlich noch einer hinter ihm? Ja, da steht noch einer hinter ihm. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob der IS im Gegenzug Delta treffen wollte oder ob der auf den KV-3 gezielt hat. Auf jeden Fall ging der an Delta vorbei. Und jetzt hat er gleich nachgeladen. Wir gehen mal in seine Sicht, um hier ein bisschen mitzugucken. Ja, jetzt wartet. Oh. Ja, KV3. Nicht den Emil anschubsen hier. Das könnte böse enden. Team Damage gibt es ja nicht mehr. Leider zum Glück. Manchmal wünscht man sich das wirklich zurück. Einfach nur, um dann der eigenen Dummheit des Teammates so ein bisschen. Oh! Da steht noch ein King Tiger. Ah, aber trotz kaputter Kanone trifft er hier ganz gut. Ja, wackelt er einmal so ein bisschen hin und her und kann hier auch noch, hat er nochmal getroffen? Ne, ich glaube nicht. Aber ihr habt gesehen, die Hummel hat gerade auf Delta geschossen und getroffen. Hat ihn hier kurz auch betäubt. Er lädt jetzt nach und sein Fahrer ist kaputt, seine Kanone ist kaputt. Er hat allerdings auch beides gerade im Cooldown. Und den Chat, den beachten wir jetzt mal kurz nicht. Delta. Ich weiß aber auch, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du da einen hast, der dir immer im Weg steht und selbst nicht so wirklich viel macht dabei. Das ist mega nervig. Aber manchmal ist das halt so. Muss man drüber stehen? Ja, Chat nicht beachten. Jetzt weiß ich auch, wo du deine Chat-Sperre her hast. Die jetzt mittlerweile auch schon wieder weg ist. Okay. Ja, aber gut, wie gesagt, man kann sich halt echt mal über solche Leute aufregen und es ist auch, wie gesagt, ja, nicht ganz so unrecht, denn das, was der KV3 da macht, der steht da einfach nur dumm rum und der steht ja übrigens immer noch dumm rum, also wenn man das da so sieht. Wir können ja nachher mal gucken, was der KV3 gerissen hat. Delta trifft hier auf jeden Fall schon mal wieder schön den Sumur in der Querfahrt und kann hier sein Konto, ich meine, auf 1833 Schaden ausbauen. 5 zu 2 steht es aktuell. 7900 zu 7100. Also HP-technisch gesehen gar nicht so weit zurück, dafür, dass drei Panzer beim Gegner schon fehlen. Und er lädt jetzt hier noch ein bisschen nach, fährt aber schon mal nach vorne. Das kann man machen auf jeden Fall, ja. Oh, jetzt kommt der King Tiger, da muss er auch noch ein bisschen gucken, dass er hier nicht gleich von zwei Seiten, denn der Sumur kommt, glaube ich, auch zurück. Da muss er aufpassen jetzt. Denn wenn drei Schuss weg sind, dann muss er erstmal wieder nachladen. Oh ne, guck mal, der King Tiger steht noch einen weiter hinten. Ja, ja, guck mal, der kommt da bestimmt gleich rausgefahren. Delta zielt da schon mal hin, das ist super gut. Und zack, macht er den Laster kaputt. Super gut. Und gekettet, natürlich. Und jetzt ist nämlich genau das. Entschuldigung, dass ich da lache, aber das ist so typisch einfach. Ne, erst den Laster kaputt schießen, dann einfach nur ketten. Zwei Killshots quasi, die einfach nicht gekillt haben, sondern nur Shots waren im Endeffekt. Aber hat doch Gott sei Dank noch geklappt. Und jetzt muss er tatsächlich für 5 HP, rammt er den? Ich würde den rammen, glaube ich. Ja, probiert er auf jeden Fall. Und das klappt nicht. Er ist natürlich nicht
Wäre vielleicht mit mehr Speed in die Seite oder da hinten rein, aber nicht vorne rein. Das war halt das Problem. Da war der Sumua dann doch ein Tick zu heavy. Hat nicht mal für 5 Schadenspunkte gereicht. Oh, Amorek, sehr schön. Siehst du wohl. Das war doch auf jeden Fall sehr cool. 7, oh, 9 zu 7 nur noch. Wo sind denn die ganzen Dinger hin hier? Die ganzen Panzer heißen die auf Ketten, die da rumfahren und schießen können. Ja, guck mal. Jawohl, kriegt er hier auch noch mal einen mit auf den Panther M10. Sehr schön gemacht, dass er hier tatsächlich noch nicht nachgeladen hat. Ich glaube, nach dem Sumur, den ich hier platt gemacht habe, hätte ich schon mal nachgeladen. Delta macht jetzt hier das Richtige. Erstmal ein bisschen zurück gucken. Er hat offensichtlich auf die Map geguckt und da geht ein IS mit Amorek raus, aber der hatte eh nur noch 76 und wäre One-Shot gewesen. Insofern nicht ganz so wild. Ja, jetzt muss er mal gucken hier, dass er vielleicht noch irgendwo ein bisschen was vernaschen kann hier, wegnaschen kann. Oh, das ist. Oh! Das hätte ich jetzt aber tatsächlich nicht gedacht, dass er da so frontal erstmal den Jagdpanther 2 hier schön zermümpeln kann. Dass er da mit dem ersten Schuss trifft, das war krass. Aber gut. So. Jetzt haben wir noch. Was haben wir denn noch im Gegnerteam? E25, T50-2. Ei, 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 das ist ja mega nervig. Tja, da. Ach, guck an. Die E25 geht auf die Jagd nach einem. Ihr Ernst? Nicht ihr Ernst. Oh, das ist. Also, wie kann man das denn bitte machen? Da hätte er doch. Oh. Wie man eine E25 richtig wegwirft. Musterbeispiel. Also ganz ehrlich, ich fahre doch nicht mit der E25 in die Stadt, wenn ich weiß, der Emil 1 ist hier zuletzt gesehen worden. Also ich weiß, Frank wird das machen. Frank, schöne Grüße übrigens an dieser Stelle. Frank wird das machen. Der wird auch gegen Emil 1 gewinnen. Aber wenn du nicht Frank bist, dann wird das nichts. Und dementsprechend war das hier ziemlich, ziemlich dumm vom E25-Spieler. Ja, gut. Lassen wir mal so stehen. Jetzt steht es hier noch. Was? HP? 13, 13 sind weg. 1300 zu 500. Ah, okay. Es ist relativ knapp, ne? 13, 13 ist auch sehr ausgeglichen. Jetzt muss man halt mal gucken, der T50-2, wenn der jetzt anfangen würde zu cappen, ja, könnte das sogar relativ knapp werden, dass da noch einer von beiden zurückkommt. Und der E50-2 wurde auch zuletzt am eigenen Cap gesehen. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen. Bisschen schwierig. Aber mal gucken, ob denn. Oh! Trifft er den? Nein. Nee. Ja, der T50-2 muss natürlich jetzt hier die Hacken in die Hand nehmen. Wie heißt das? Die Füße in die Hand nehmen, glaube ich. Und mal gucken, dass der auf jeden Fall nicht mehr gespottet wird, ne? Weil ich meine, der Mobilitätsvorteil ist hier ja enorm. Und ja, müsste einer oben hier auf dem Hügel stehen bleiben, ne, bei C9 und spotten und der andere fährt in Cap-Kreis und versucht zu cappen. Oh, der steht immer noch da. Ah, der ist umgekippt. Oh, lol. Der ist umgekippt. Delta schreibt es auch gerade im Chat. Lol. Oh, nein. Wie viel Glück kann man denn haben? Weil ich glaube, wäre der T50-2 hier. Tatsächlich sich nicht auf die Seite gelegt, wäre das noch echt ein ekliges Spiel geworden. Denn solange die Gegnerart hier nämlich nicht raus ist und die immer gespottet werden und beschossen werden können, wow, also da muss ich sagen, ja, schönes Ding. Delta hat übrigens damit gerade seinen sechsten Kill gemacht, Krieger rausgeholt. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Radley Walter kann es nicht mehr werden. Da ist halt nur noch einer über. Aber jetzt ist das Spiel vorbei hier. Und ich würde sagen, schön das Ding nach Hause gefahren. Wir gucken mal in die Auswertung. So, und wie immer bei Deltas Replays, ne, also hier Fantasie Deluxe, Emil 1. Sehr schön. Panzer gemeistert, Glückwunsch dazu. War auch eine sehr, sehr schöne Runde. Gut gemacht. So ziemlich alles, glaube ich. Also mir sind keine groben Schnitzer jetzt aufgefallen. Nö, eigentlich nicht. Also, falls jemandem was aufgefallen ist, gerne in die Kommentare schreiben. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr solide Runde und Panzer gemeistert, wie gesagt. Also alles richtig gemacht eigentlich und überlebt.
Schläger bekommen. Sprengmeister, Duellant, Wirkungsfeuer, zwei Anleihen, Großkaliber und den, wie heißt das denn? Krieger. Genau, Krieger. So. Teamscore, gucken wir mal rein. 1310 Basis-EP, 4205 Schaden gemacht, 6 Kills. Du hast auf jeden Fall eine Hausnummer, kann man gut mitmachen. Und hier der E25-Spieler, ne? War gar nicht so schlecht mit 4 Kills und 1001 Schaden. Tja, aber dann einfach mal seine, ich glaube, die war sogar Full-HP, ne? Full-HP E25 weggeschmissen. Ja, kann man machen, muss man nicht. Hätte sicherlich auch dann anders, wäre sicherlich anders gelaufen. Hätte er ein bisschen cleverer dann gespielt. Aber gut, zum Schluss hin dann nicht. Gut für Delta und sein Team. Die haben da dann auf jeden Fall den Nutzen draus gezogen. Und hier der KV3. 504 Schaden gemacht. 2 Kills tatsächlich. Wow. Okay. Mit 504 Schaden. Das ist ja fast ein, hat ein Yoma gemacht hier. Nee, nicht ganz. Yoma macht, hat das mal geschafft. 2 Kills mit 2 HP, ne? Oder wie war das? Ich glaube ja. Oder 2 Kills mit 4 HP, irgendwie so. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber das hier ist, kommt auf jeden Fall schon ganz gut ran. So, dann gehen wir doch mal in den Detailed Report. Er hat 21 Mal geschossen, 17 Mal getroffen. Das ist ganz gut. Aber muss natürlich auch dazu sagen, er hat halt wirklich nur Nahkampf gemacht hier in der Stadt. Dass er da eigentlich überhaupt daneben geschossen hat, ist dann auch schon ein kleines Kunststück. Aber gut, trotzdem ist die Quote noch sehr, sehr gut. Von den 17 ging 15 durch. Und daraus resultierten halt die 4205 Schaden. Er hat 8 Treffer erhalten, davon ging nur einer durch und 4-mal gesplashed worden, konnte 480 Schaden blocken, er hat einen Gegner gesichtet, 8 beschädigt, 6 zerstört und ist 2,1 Kilometer gefahren. Und mit seinem Premium-Account hat er noch 37.506 Credits Gewinn gemacht. Ja, Delta, schöne Runde hier von dir. Gerne mehr davon und falls ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir doch gerne zukommen. rob2k@web.de ist die E-Mail-Adresse dafür oder schreibt mich in-game an, flens1980, genauso wie hier dieses schicke Lieder-Twitch-Banner hier unten zu sehen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen und dann zugucken, wenn ich streame, wenn ihr Bock habt. Sonst nicht, dann lasst ihr es bleiben. So, ich bin jetzt erstmal raus und wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer das guckt und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.